Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo ihr Lieben. Nach lang, lang ist es her. Lang ist es her, ja. Lang ist es her, ja. Ja, über 2 Monate. Wir sind euch noch unserer Roomtour schuldig. Wir haben es auch nicht vergessen und wollten es auch schon lange machen, aber irgendwie war das alles ganz anders geplant. Wir wollten eine Roomtour machen, wenn wir uns mit dem Fahrzeug besser auskennen, mit unserem Womo, wenn wir schon mal mit im Urlaub waren, wenn wir alles vollständig eingeräumt haben. Aber uns geht es ja genauso wie euch, wir können ja nirgendwo hin. Nee. Aber damit sich das nicht noch ewig hinauszieht, haben wir gedacht, Mensch, jetzt machen wir halt Roomtour. Jetzt machen wir es halt mal, ja, genau. Also ich werde heute nicht so viel sprechen, weil ich bin ein bisschen kränklich. Nicht das C-Virus, sondern das Nein, M. Das C-Virus habe ich nicht. Männerschnupfen. Ach, Männerschnupfen. Ihr könnt gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie es ist, Männerschnupfen zu haben. Ja, das muss furchtbar sein. Ich kann es auch nicht nachempfinden, aber ich gebe mein Bestes. Kurz vorm Sterben will ich. Ja, du. Nee, das ist natürlich nicht so schön, aber ja. Jetzt soll es in den nächsten Tagen regnen und ja. Den Schnupfen konnten wir jetzt auch nicht verschieben und jetzt ist es halt so. Das machen wir schnell. Gut, du hättest auch den ersten Anlauf nehmen können, mein Schatz, aber wir haben das Ganze schon mal gemacht und es braucht echt viel Zeit. Und dann war es mein Mann, die Kameraführung von mir war ihm dann zu wackelig. Nee, du hast einfach in eine andere Richtung hingehalten. Du hast quasi eine andere Richtung. Ich habe gedacht, du kannst es zurechtschneiden, aber ja, gut. Ja, egal. Wie auch immer, wir versuchen heute unser Bestes und wenn wir irgendwas vergessen haben, dann ist es so, weil wir haben uns mal wie immer keinen Plan gemacht. Wir sind immer, wie immer, wie ihr alle wisst, planlos. Und ja, es ist nicht mal gelogen, ne? Also was unser Reisen und Ding angeht, auf jeden Fall. Und wie auch immer, wir werden jetzt mal außen anfangen, mit euch ums Wohnmobil rumlaufen. Mal ein bisschen alles zeigen und ja, und dann von innen. Technik haben wir gesagt, da gehen wir nur ganz kurz drauf ein, weil es zu jedem Technik, also alle Technik, was hier verbaut ist, gibt es bei YouTube ganz, ganz ausführliche Videos. Genau. Wahrscheinlich habt ihr die auch schon gesehen und wenn euch da noch was interessiert oder wenn ihr nachher Fragen dazu habt, dann auch gerne in die Kommentare. Von den guten Herren Langstengel. Ja. Genau, und von German Television gibt es ja auch ganz viele Videos dazu eben. Ja. Okay, dann. Genug gelabert, wir fangen an. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an und zwar mit der ersten Staubklappe. Das wird diese hier. Zum Durchreichen quasi. Für Ski und keine Ahnung, Boards. Genau. Pad-Ding passen da auch rein, wie heißen die? Wir haben ja auch den AdBlue Einfüllstutzen. Stimmt, genau. Dann habe ich mich heute mal mit einem Maßband für euch bewaffnet, um euch zu zeigen, wie hoch das ungefähr ist. Das sind gute 40 Zentimeter. Das sind 40, ja. Ja. 41. Also Innenhöhe. Ja. Breit musst du mal da drüben hinbringen. Wow. Wow, 100, wow, 117. Ja. Also das ist schon ganz ordentlich, ne? Mhm. Oh, in der Mitte haben wir noch so einen Holm. Da ist halt ein bisschen tiefer, aber. Aber 41 cm, das ist schon eine Hausnummer. Also da kann man für Wassersport und Wintersport doch einiges. Da kriegst du eine ganze Yacht rein. Ja. Seht man, alles noch leer. Wir waren ja auch noch nicht wirklich wo. Doch, wir waren mal zum Wohnmobil-Dinner ohne euch. Wir geben es zu. Haben wir nicht die Kamera mitgenommen? Ohne euch. Haben wir einfach gegessen. Zum ersten Abholwochenende in Schlüsselfeld haben wir mal sämtliche Schuhe mitgenommen. Ja, ich weiß, es ist übertrieben, aber das ist alles noch drin. Es war auch kalt und ja. Also, dieses Fach ist genauso hoch? Eben. Ja. Mal gucken, wie breit. Sollen wir die Breite messen? Ja, mal gucken. Ich halte es mal hin. Wie breit das ist. Das kann man gerade so drin lassen, die Winterschuhe. Wahrscheinlich bis wir das erste Mal richtig in Urlaub kommen, ist wahrscheinlich Winter. Das würde ich mal sagen. Das sind ja 130, 133. Wow. Okay. Auch ordentlich. Gut, sportlich. Natürlich hat ja die Öffnung. Ist ja natürlich schon etwas weniger. Ja, so. Die Öffnung ist knapp 1 Meter. 95. Mhm. Ja, mit Gummi, genau.
mit dem Gummi. Genau. Da oben ist noch die, kann man die Fußbodenheizung auch abstellen. Ausstellen. Separat. Und dann haben wir ja auch Haushaltsverrohrung, Abwasser. Da geht was. Da läuft was. Dann haben wir hier noch eine Gassteckdose, eine Gasaußensteckdose. Ich hoffe mal, die wird dieses Jahr die überhaupt noch zum Einsatz kommt. Oder müssen wir dann mal daheim grillen, einen Gasgrill. Ja, dass wir zumindest die einmal benutzt haben. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, das ist... Das Männer, so ein Männerding ist das, so eine Männerklappe. Das ist so eine Männerklappe, ist das. Was natürlich bei diesen bisschen, weiß ich nicht, schlecht gelöst, aber ja gut, da muss man aufpassen. Man muss halt aufpassen, ja, beim Runterlassen, ja. Ja, da denke ich nicht immer dran. Wobei, oh ja, oha. Ja gut. Passiert eigentlich nichts, aber. Dann sehe ich, das ist hier ein Ladebuch. Ich soll halt heute ein bisschen mehr quatschen. Aber ich quatsche auch sonst schon immer mehr. Ja. Ladebooster von Büttner. Für die Solar. Was? Für Solar oder was ist das? Nee, das ist zum, während der Fahrt zum Laden der Aufbaubatterie. Ach so, Aufbau, ja, oder die? Sorry, ja. Klar. 70 Ampere. Okay, ich bin jetzt ruhig. Sicherung. Feinsicherung. Für die Sicherung gibt es übrigens, zeig mal nachher, einen ganzen... Ein Ausschalter. Mitgeliefert. Eine ganze, keine Ahnung, wie nennt sich das? Ja. Ganze Dose Sicherung. Also, hier haben wir alles drin. Da haben wir auch die Solarregler. Also wir haben 2 Solarregler. Wir haben 4 Solarplatten oben drauf. A130, ne? A130 Watt. Also ich vermute mal, dass immer 2 Platten in Reihe geschaltet sind, weil hier 2 Laderegler drin sind. Aber das kann ich nicht genau sagen. Solarladung 1 und 2, das Solarladung 3 und 4 steht da. Ja, da steht da auch drauf, das ist die Sicherung dafür. Und das hier ist für den Strom. Meine Frau macht, die macht das wieder. Ach komm. Du musst es einfach hochziehen. Ach so, ja, toll, da war doch was zum Schrauben. Und dann ist das Loch da und da kommt dann das Kabel durch. Yes. Aber wir brauchen doch keinen Strom, mach wieder zu. Wir sind jetzt autark. So, und dann kommt nachher das Kabel durch mit dem Deckel. Ah ja, gut. Und sonst gibt es hier noch was zu sagen? Nein, ich viele Sicherungen. Alles schön beschriftet. Es ist sauber, ordentlich bearbeitet. Okay. Dann haben wir hier unsere Heckgarage. Die lässt sich öffnen. Da gibt es einen Ausschalter quasi. Genau, den muss ich ja drücken. Stimmt. Genau. Den muss man dann kurz betätigen. Das wäre dann einer von diesen hier. Jetzt müsste die Klappe aufgehen. Jetzt brauche ich eine kleine Sonnenbrille. Jetzt kommt noch die Sonne durch. Dann muss man hier drauf drücken. Ein paar Sekunden und dann geht die Klappe springt an. Auf. Okay. Entriegeln. Ja, noch die unaufgeräumte Heckgarage. Aber ja, so haben wir es halt mal reingemacht, was so rumstand. Ja. Wir haben einen Tisch dabei und 2 Stühle. Das liegt noch alles so drin, wie wir den abgeholt haben. Also die ganze Gartenstühle, hätte ich bei gesagt, die Campingstühle, das hatten wir alles mitgenommen im Leihwagen, als wir ihn abgeholt hatten. Ja, da hat ganz schön was reingepasst. Mhm. Ja. Oh, das darf ich wieder nicht sagen, dann gibt es wieder Shitstorm. 2 hatten den geschrieben, wir könnten nicht mal richtig laden. wow, schau mal, ist so windig. Der Wind ist. Da haben wir. Bleibt immer die Türe auf. Also hier haben wir ein Kombi-Ladegerät für die Aufbaubatterien und Wechselrichter. Gut. Also 120 Ampere Ladestrom für die Batterien, für die Aufbaubatterien und Wechselrichter 3000 Watt. Hier gibt es noch also Möglichkeiten zum Laden und Regal und so. Also da hat mir manche schon mal vorgesorgt mit den ganzen Matten und da, diese Anti-Rutsch. Anti-Verrutsch, ja. Das ist Licht haben wir auch. Ja, so. Das ist die Winterabdeckung für die. Die brauchen wir jetzt nicht. Für den Kühlschrank. Liegt hier drin. Ja. Garage kann man auch beheizen. Kann man. Der nächste Plan wird dann wahrscheinlich sein, dass du die Fahrrad
sind die Fahrradhalterung schon reinmal. Also die Schienen habe ich schon mal. Ich mache das diesmal ein bisschen anders. Er wollte sie auch schon einbauen, ich habe es ihm verboten. Ich habe gesagt, erst kommt die Roomtour. Dann gehen wir mal zur anderen. Ist schon zu Hause eingestaubt. Dann gehen wir mal zur anderen Seite. Achso, da wollte ich auch mal noch euch kurz zeigen, wie, was für eine Dimension das hat. Ne? Hältst du mal auf der Seite? Warte. So. Hoppala. 130 innen. 1,30 Meter. Ja, warte mal. Machen wir mal. Genau. Ja, doch. Ja, so. Und innen? Die Türe. Die Türe. Das ist natürlich, muss man bedenken, klar, beim Durchreichen, das ist dann doch etwas wenig. Das dürften so 1,14 sein, circa. 1,14? Ja, so circa. Und die Höhe? Ganz genau kann man das sehen. Die Höhe der Öffnung? Warte. Die Höhe der Öffnung. Da sind wir dann bei 1,25. Mhm. Das ist doch ganz ordentlich. Und Innenhöhe? Das ist 10 cm mehr wie beim. Innenhöhe? Und das war ja schon gewaltig, muss man sagen. Ja? Bei unserem vorigen. Ja. Und das war ja Modell. Schon groß. Das ist ja schon. Das ist 1,35 würde ich sagen. Okay. Die Kurve für die Markise. Die Notkurve. Die Notkurve, ja. Also wir haben eine elektrische Markise obendrauf. Ne? Ja, wir haben uns wieder getraut. Haben wir das überhaupt erwähnt? Ja. Die sind aber alle elektrisch bei. Ja. Morelo. Morelo, ja. Morelo. Was haben wir? Oh. Du musst einfach da drücken, wo die. Nachher fällt er um? Der fällt nicht um. Der hat Luftfederung. Aktiv eher. Genau. Das ist. Jetzt geht es nicht auf. Nee, du hast so lange geschwätzt. Jetzt muss ich wieder rum und wieder drücken. Mhm. So, bin da. Und geht auf. Das ist Magie. Du bist einfach überwältigen. Ja, ne? Dann hier nochmal Laderaum zur Genüge. Ich kann ganz viel Schuhe mitnehmen, habe ich festgestellt. Hier ist die ganze Sicherungspalette, die bekommt man mitgeliefert. Ja, das ist alles dabei. Und ja, die Auffahrkeile und ja, alles Mögliche. Also der Korb ist. Also das war natürlich nicht Ausrüstung, dabei, bis auf die Kabel. Aber der Korb war dabei, ja, den hat man mitbekommen. Für die wichtigsten Dinge. Hier hinter befindet sich? Die alte Heizung. Die alte Heizung und da in der Mitte? Dahinter sind die zwei Batterien. Die zwei Batterien, die wolltest du doch mal zeigen, oder? Aber dann stimmst du wieder mit mir, wenn ich das nicht richtig mache mit deiner Kameraführung. Ah. Ich bin nicht so der Kameramann, ich quatsch lieber. Dann quatsch mal. Eieieiei, zack, zack, zack. So. Und zwar haben wir zweimal Lithium. Die Grünen. Die Super B. Mit wie viel haben die? Jeweils 210 Ampere. Okay. Also 420 Ampere. Da dürfen das wir sollte uns diesmal reichen. Weit kommen, ja. Ich freue mich schon, wenn wir das mal so richtig gut testen können. Bis jetzt sind sie immer nur voll. Aber das ist schön, wenn wir jetzt das Wohnmobil komplett einräumen könnten. Ja, das können wir schon, aber wenn wir dann auch los könnten. Weil so macht es irgendwie nicht so wirklich Spaß. Sollen wir da auch noch aufmachen? Nö. Ja, mach doch mal auf. Müsst ihr euch halt schon mal Chips holen und eine Cola oder was ihr so gern trinkt, wenn es so alte Heizung. Lange dauert das Video, die alte Heizung, ja. Ja, dann kommen wir wieder raus. Stellen wir das so lange wieder rein. Das soll ja mal hinten wieder mal ein bisschen regnen. Ich würde sagen, du übernimmst die Kamera wieder. Das kannst du besser wie ich. So. Dann haben wir hier noch ein kleines Fach. Aber eine Serviceklappe. Die alte Heizung von der anderen Seite. Gut erklärt. Gut erklärt. Wasserpumpe. Dahinter sind auch die Hähne zum Ablassen für Winterstellung. Und was ist das hier? Das ist ein Filter für die Wasserpumpe. Okay. Der Vorfilter. Und oben drüber ist dann natürlich der Wassereinfüllstutzen. Siehst du, jawohl. Jawohl. Und die alte. Die alte. Die alte. Die alte gefällt dir. Ja, die gefällt mir. Aber hier haben wir noch eine Klappe. Ist aber auch keine, so, auch so eine. Ja, aber Platz ist hier auch noch. Dann fangen wir mal hier an.
Also die jetzt auszumessen wäre jetzt Quatsch, weil das ist ja keine Ladekarte. Das ist das gleiche ja wie auf der anderen Seite. Hier haben wir die Außendusche. Warum die jetzt auf der Seite ist, keine Ahnung. Ist so. Damit ja, dann du da, kann man, wenn damit man, du deinen Hund. Da, genau, oder du machst das Wasser Schuhe. Beim Nachbar, dann hat der wegen Dreck. Dass du dein Dreck nicht auf deiner Seite am, genau. Was am Eingang ist denn, hast. Was ist denn das hier oben? Also Toilette, Frischwasser, das weiß ich, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Nee. Schnitt. Unser Wasserschlauch. Das ist wahrscheinlich, die Ultraschallsensoren sind da drin verbaut, die Tankfüllstände. Wissen wir jetzt aber nicht, dass wir wollen nichts Falsches sagen. Das kann aber nur so, kann aber nur das sein eigentlich. Hier haben wir unsere ganzen Utensilien zum Wasser befüllen. Das sind die Dinger, die mein Mann bei jedes Mal, wenn der Wasser füllt, hängen lässt. Vergisst wieder mitzunehmen. Also wenn da mal irgendwo seid auf dem Platz, dann waren es mir. Nee, mein Mann war es dann. Nee, du. Hier haben wir, ich habe auch ein bisschen aufgepasst bei der Übergabe, hier haben wir, können wir das Wasser entleeren, komplett rauslassen. Hier lässt man es komplett raus und hier ist die Fahrstellung. Also wenn der hier den Hebel macht, dann habt ihr 100 Liter Fahrwasser quasi abgelassen, bis auf 100 Liter, auch wegen Gewicht. Dann haben wir hier die Verrohrung für unser Fäkaltank und für das Abwasser, also Grauwasser. Grauwasser ist hier schwarz und Fäkal ist der schwarze Hebel, ja. Der orangene Hebel, genau. Dann haben wir noch diese, dann haben wir eine, die Umpumpfunktion von das Grauwasser in Schwarzwassertank. Dann können wir den Schwarzwassertank ein bisschen reinigen, vorreinigen mit dem Abwasser, weil da ist ja dann Spüli drin und alles. Dann muss man da nicht immer Frischwasser dafür nehmen. Und hier haben wir dann noch die Spülleitung für Grau- und Schwarzwassertank. Und ihr seht ja schon, das geht ja dann alles in eins Verrohrung nach unten. Also es kommt dann alles aus einem Rohr raus und das ist dann hier unten. Das ist, finden wir ganz praktisch, weil so muss man nur über ein genau, das ist dann Ding drüber fahren und ja. Bei unserem vorigen Modell mussten wir ja quasi erst das Fäkalwasser rauslassen, genau. Also Fäkaltank leeren dann und dann umparken. Ein Stückchen zurückfahren. Für Frischwasser und fürs Abwasser. Und hier ist aber alles, hier ist das Frischwasser und hier ist. Genau. Ja. Und hier sind noch die Rohre auf der linken Seite. Das sind die Verlängerungen. Die Verlängerung, wenn man mal ein bisschen weiter nicht ganz hinkommt, dann genau. Schiebt man halt ein bisschen weiter weg. Wir können es ja mal. Ja, das ist schon. Also das ist schon. Genau. Das ist, dann ganz das ist schon ganz. Das reicht. Das hatte ich früher vorhin bei unserem Fahrrad das selber gemacht. Ja, außen so ein Rohr angebracht, ne? Genau. Weil wer will das Rohr schon im Wohnmobil haben? Ja, also ich will das, den Schlauch nicht in der Garage haben. Nee, muss nicht sein. Wie machen wir es wieder runter? Ich muss da ziehen. Okay. Machen wir da, zieh mal da. Genau, und dann geht das runter. Okay. Und dann kann man das so klappenfest machen. Dann haben wir echt einen Gastank mitbestellt. Wir haben zwei Gastanken mitbestellt. Nee, Gasflaschen. Ist nichts geworden. Bestimmt bestellen sich die meisten einen Gastank. Und wahrscheinlich ist das auch vernünftig. Aber wir haben so gedacht, so irgendwie, naja, das haben wir bisher nicht gebraucht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Und irgendwo muss man ja dann mal, man kann die Preisliste rauf und runter bestellen. Und irgendwann kommt da so eine Unsumme bei raus, und wir dachten, wir brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt mal gucken. Ja, irgendwann ist das Budget natürlich. Ja, auch am Ende. Mal eingeschöpft. Ja, genau. Man sagt dann so und so viel und nicht mehr. Und irgendwann ist halt mal Schluss. Und dann denkt man sich, hat man bisher nicht gebraucht. Und ja, bisher haben wir es auch nicht wirklich gebraucht. Wobei mir, wo mir in Sexton war, letztes Jahr im Frühjahr, das war schon so, wenn es arschkalt ist. Gut brauchen können, alle, ja. alle drei Tage ist halt so eine Gasflasche dann leer. Ne? Da muss man mal gucken. Aber das sind Dinge, die kann man sich auch mal nachrüsten lassen, wenn man es dann braucht. Und jetzt kommen wir erstmal so mit zurecht. Also zwei Gasflaschen, Ice-X-Umschaltung, Duo-Control. Duo-Control mit Filter. Ja. Klappe zu. Im Sommer ist das ja alles kein Problem, aber bei drei Wochen Norwegen zum Beispiel. Jetzt schauen wir mal. Also man kann den Gastank sehr gut nachrüsten lassen. Oh, da drüben ist ja gar niemand mehr. Standen da nicht vorhin wir? Ach, die sind auf der anderen Seite gegangen jetzt plötzlich. Ja. Ja, das ist die andere Seite. Mann, da können wir auch ganz schön einladen. Wir haben übrigens, waren wir schon auf der Waage. Direkt als wir nach Hause gekommen sind, vom Schlüsselfeld, waren wir auf der Waage.
Ja, mit den Sachen, die wir dabei hatten. Klar, für ein Wochenende. Klamotten, Lebensmittel, ihr seht ja, Schuhe hatte ich schon für mehrere Wochenende dabei. Aber halt, ja. Und wir hatten, der Tank war fast voll, ne? Nee, wir haben das rausgelassen, bis auf 100 Liter. Nee, ich meine Benzin, Diesel. Ja, und der Dieseltank war voll, genau. Dieseltank war voll, 100 Liter Wasser waren drin, eine Gasflasche war drin. Ja. Und wir hatten noch wie viel Zuladung? Und ich. Ich war auch mit drin. Nee, du hast draußen geguckt, wegen was wiegt. Ja gut. Und dann hatten wir 6600 Kilo auf der Waage. Mhm. Also es war schon Teil drin an Campingmöbel. Genau. Also die Gewichtsangabe, was die angegeben haben und was im Schein nicht stimmt. Also wir haben da noch so 900 Kilo Zuladung. Ja, das reicht uns. Oder 800. Ja. Ah, ja. Das sollte passen, ja. Genau, wie wir schon beim Tanken sind, hier ist der Tank. Das sollte uns reichen, auf jeden Fall. Hier ist der Pellet. Da stand normalerweise, da stand da drauf, frohe Weihnachten, oder? Frohe Weihnachten, ja. Ja, wer uns bei Instagram verfolgt oder bei Facebook, wir hatten da Bilder eingestellt, wo er noch im Bau war. Und da hat man über das Palace halt, glaube ich, frohe Weihnachten oder irgendwas geschrieben. Ich habe das weggemacht, ja. Damit dann noch keiner weiß, um was es sich für ein Modell handelt. Also es ist wirklich ein schönes Auto, ja. Das ist die Kamera für die Assistenzsysteme, die wir mitbestellt hatten. Ja. Unter anderem ist da Abfahrtstempomat, ist klar, Abstandstempomat, Seitenaufprallschutz? Nein. Wie heißt das? Nee, das ist Spurhalteassistent. Genau. Ja. Gut. Genau. Eine wunderschöne gelungene Front. Ja. Oh, jetzt kommt die Sonne. Also mit der Sonne ist schon viel angenehmer. Was haben wir noch? Alufelgen haben wir genommen. Alufelgen, ne? Ja, wir haben Alufelgen genommen. Das vier Stück? Gut, aber das muss man dazu sagen, das war jetzt nicht nur eine optische Sache ist, dass man sagen muss, wir müssen unser Geld noch wegkriegen, sondern mit dem Active Air Fahrwerk, das gibt es nur in Verbindung mit den Alufelgen, ne? Hm. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube, ja. Ja, gell? Ich meine, dass es so war. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber... Ich bin zu ziemlich, ja. Genau. Und die sind auch schön. Und die schwarze Version, ja, dann sieht man auch nicht. Die schwarze Version, dann sieht man den Dreck nicht so. Genau. Was haben wir noch? Eine Treppe? Ja. Dann, wenn wir hier an der Türe sind, wir haben eine Alarmanlage. Die Palace hat serienmäßig die Code-Türe, also die man dann entweder mit einem Schlüssel aufmachen kann oder mit seinem eigenen Code. Ja. Das hört sich jetzt auch blöd an. Sorry, aber mit seinem eigenen Code. Also die Alarmanlage ist halt, die ist vom Morello schon vom Berg verbaut. Ja. Man kann hier auch die Markisenbeleuchtung mal anschalten dann. Genau. Und die Markise ist ja hier super schön integriert. Ja. Ne? Muss man schon sagen. Ach, hier sieht man schon mal von außen, hier ist kein normales Aufstellfenster, wo nach außen aufgeht, sondern das ist ein Schiebefenster. Da kann auch nichts passieren mit der Türe, wenn man das mal auflässt. Genau. Weil bei den meisten Herstellern wird es hier einfach dann so gemacht, dass man es gar nicht aufmachen kann. Was dann auch vernünftiger ist und besser ist, wie wenn man es nach außen aufstellt. Ja, bei unserem vorigen Fahrzeug war das. Genau, da war das einfach zu fertig. Dann kommen wir hier mal rein in unser Schmuckstück. Okay. Wir haben hier die zum Verriegeln inne und zum Öffnen. Ganz einfach. Und die, für den Fall, dass der Strom mal versagt, gibt es hier noch die Notentriegelung. Ja. Also man kriegt die Tür auf. Dass man wieder rauskommt. Weil die lässt sich nur elektrisch öffnen. Und wenn halt kein Strom mehr ist, dann kriegt halt die Tür nicht mehr auf. Also dann gibt es hier noch die Notentriegelung. Warte. Ich will das jetzt wischen. Da. Du musst halt immer alles zerlegen. Zack. Ah ja, okay. Gut. Meine Frau hatte das Ding schon mal weg, weil die wollte raus und die hat er gewissen. Stimmt. Was macht die denn? Die drückt, die anstatt die da oben drauf. Nein, die. Dann haben wir hier, darum ist es ein Palace geworden für mich. Das war das einzige Grund, warum ich mich dazu breitschlagen lassen habe. Ich wollte eigentlich den Loft haben. Ja, nicht nur, aber ich fand die Schubladen einfach genial. Tja. Am Eingang. Ich weiß noch nicht, was wir da reinmachen, aber vor allem die sind einfach schön, weil sie leer sind. Ja, ich kann noch so richtig viel einräumen. Die ist natürlich nicht so tief.
Da hinten könnte ich meine... Die wichtigsten Sachen kann man da reinmachen für draußen. Korkenzieher für einmal. Weinflaschen. Weinflaschen, Zigarren. Dann haben wir hier auf dieser Seite haben wir dann für die Hubstützen, also wir haben Hubstützen, automatische Hubstützen verbaut. War genial, fanden wir schon im anderen Fahrzeug super und ja. Ich glaube, beim Fahrzeug in dieser Größe macht das auch nichts. Das ist jetzt hier alle ein bisschen anders gemacht. Das kann man hier auch rausnehmen, aber ich lasse das, ich mache es nur kaputt. Ja, lass mal davon. So, genau. So geht's an. Dann kann man da auf Automatik stellen und dann fahren die Hubstützen dann Automatik runter. Genau, dann mach doch mal. Nee, das machen wir jetzt nicht. Geht nicht? Nee, das ist mir zu schräg. Das ist mir, der hebt dann hinten hoch und dann steht der hinten frei, das macht man nicht. Also, okay. Wenn ihr die Hubstützen bedient, sollte die Hinterachse nie in der Luft hängen. Hier haben wir die Beleuchtung für die Stauklappen, haben wir gar nicht gezeigt. Ne? Stauraumbeleuchtung. Ja, mach mal an, dann kann ich da mal kurz... Das siehst du aber jetzt gar nicht so, weil es so hell ist. Ja, nee, das kann man gar nicht sehen. Ja, gut. Nee, kann man nicht sehen, es scheint gerade die Sonne so. Ja. Aber hier oben ist er. Also hier sieht man es auch. Ja, und ganz da drüben, ja. Also mit dieser Tasche schaltet ihr alle auf einmal ein oder wieder aus. Und hier ist noch der Riehkontakt für die Alarmanlage. Genau. Dann machen wir wieder zu. Ich würde euch gerne die ganzen Schalter erklären, aber ich komme mit dem Lichtmanagement. Hat nichts mit Moreno zu tun, aber ich verdrücke mich da. Egal was ich anmachen will, ich drücke immer woanders hin. Das ist die Treppe. Die drückst du nicht merken. Drauf, weil sonst bin ich gleich eingeklappt. Sonst bist du gleich weg. Hier sind die Lichter, wir haben hier schon mal alle Lichter angemacht. Ach, dieses iPad kann man auch rausmachen. Genau. So. Habe ich auch so ein iPad. Auch nett, ist auch ganz neu von E&P. Genau. Dann kommen wir mal rein. Dann fangen wir mal hier vorne an. Und zwar. Entschuldigung. Ja, du bist aber arm dran heute, ne? Ja. Ich sag nur Männerschnupfen. Und dann, darfst du mal ein bisschen was erzählen. Wir haben einen Iveco, klar, mit 200. Das ist eine Iveco Daily. 70 C. C Chassis. Genau. Mit 210 PS. Wandlerautomatik. Genau, Active Air Fahrwerk haben wir schon gesagt. Genau. Vollluftfederung vorne sowie hinten, was man dann auch hier schön bedienen kann. Ich hoffe, dass ich das da drauf habe mit der. Da gibt es so eine kleine Fernbedienung, da kann man halt sämtliche Einstellungen vornehmen, Reifenwechsel. Man kann auch händisch von Hand stellen. Drücke auf den Knopf und werden die Reifen gewechselt. Ja, das wäre ganz schön. Ne? Ja. Und wenn man dann hier drauf auf diese Tankstellung, sind die Tanks leer. Ja, das könnte ja wohl so passen. Dann kann ich das auch alles alleine. Also man kann hier, wenn man auf eine Entsorgungsstation fährt, dann drückt man einfach hier aufs Knöpfchen und dann fährt er halt, stellt er das Luftfahrwerk so ein, dass das Fahrzeug schräg steht. Und man kann das auch mit Hubstützen machen, mit der Hubstützenanlage von EP, aber genau. Ich habe das bis jetzt immer da genutzt und das war ganz geschickt. Ja, wir haben es ja zweimal gemacht, also von daher. Ja. Ja, man kann es auch entkoppeln und dann hinten hoch oder vorne hoch oder Offroad gibt es noch. Parkstellung, alles runterlassen. Okay. Genau, Fahrstellung. So, dann machen wir das da wieder hinklipsen. Da daneben, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, halt immer die Kamera hin. Das sind dann auch Lautsprecher verbaut. Ich komme mit dem Gimbal nicht so klar. Der zeigt immer woanders hin, wo ich das will. Und hier hat mein Mann schon USB-Steckdosen verbaut. Seine erste Amtshandlung hat er gemacht, ohne meines Wissens. Das habe ich nachts gemacht, yes, wenn du geschlafen hast. Aber er hat mir auch welche gegönnt. Ja. Das ist ganz praktisch während der Fahrt.
Ist es ja praktisch, ja, ist es praktisch. Das wollte ich gar nicht sagen. Die wollte erst, die war ja voll dagegen. Ihr glaubt gar nicht, wie die mit mir schimpft hat. Du kannst doch nicht das neue Fahrzeug durchbohren. Ja, eben. Ja? Aber es ist okay, es ist praktisch. Jetzt habe ich schon gesagt, weil wenn ich da während der Fahrt kann ich mein Handy drauflegen, kann ich ja laden. Und das rutscht ja auch nicht rum, weil wegen dieser Kante hier. Da habe ich hier so ein schönes Kabelchen besorgt. Ja. Dann ist das wirklich super. Jetzt habe ich meine. Dann kann man das hier echt. Dann bin ich voll versorgt. Hier kann ich meine Getränke hinmachen, mein Handy. Ich muss ja immer schauen, dass es dir gut geht. Ja, ich habe hier noch eine Ledertasche hier unten, ja. Ein Zeitungsfach. Kein Zeitungsfach, das haben wir jetzt zweckentfremdet, das ist ganz praktisch. Ne? Mundschutzfach. Ja, das ist das wichtigste Utensil, wenn gerade wohin gehst. Ohne kommst du ja nirgendwo hin. Ach, sind wir abgekommen von deiner Seite, egal. Dann haben wir hier noch ein Handschuhfach, ein unaufgeräumtes. Und das hier ist übrigens die Abdeckung. Wir haben ein abnehmbares Lenkrad. Wenn man das abnimmt, dann kann man das da drauf machen. Genau, das ist nur so, dass es dann ein bisschen schöner aussieht. Genau, wir haben es noch gar nicht abgenommen, haben nur eigentlich noch nicht gebraucht. Aber ja, wenn man vielleicht länger vorsteht, dann macht das vielleicht Sinn. Aber ansonsten haben wir hier so eine Riesensitzgruppe, dass wir sie nicht unbedingt gebraucht haben. Genau. Und bei dem Fach hier unten würde mich mal interessieren, wie viele Menschen das auf der Messe schon in der Hand hatten. Denn als ich den ersten Morello angeschaut habe, da muss ich ja mal gucken, was kann man denn hier so aufmachen. Wow, super, klasse. Das ist runtergefallen. Dann gucke ich erstmal hin, wow, wie geht es wieder? Ich sage, Schatz, mach's schnell wieder hin. Also ich habe dann es kaputt gemacht. Ich habe das Fahrzeug verlassen. Ich habe einfach gesagt, die gehört nicht zu mir. Ja, das macht natürlich Sinn, weil wenn man da dran muss, die Klappe wäre halt im Weg. Ne? Ja. Aber ich dachte echt, das ist ein Staufach oder so. Nee. Dann haben wir hier, das sind aber übrigens keine Hundenäpfe. Ich will es auch nicht beleidigen, aber ich so an den ersten Eindruck finde ich das schon ein bisschen so napfartig. Ne? Ja, wir haben ja auch keinen Hund. Wir müssen uns halt einen Hund anschauen. Das ist ja witzig. Nicht schlecht, der dann dazwischen sitzt und hier bedient. Ja, so schlabber, Wasser und Frohlich, oder wie heißt das? Dann haben wir hier noch ein Kühlfach. Das ist auch ganz interessant, wenn man die Klimaanlage anhat. Das kann man auch ausschalten, da unten drin irgendwie. Ja, da muss man richtig reingreifen. Ja, also dann wird es von der Klimaanlage, wird das Fach gekühlt und dann hat man während der Fahrt gekühlte Getränke natürlich nur, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist. Aber wahrscheinlich ganz nett, ne? Ja. Dann muss man nicht immer zum Kühlschrank hinterlaufen, was man auch nicht machen soll während der Fahrt. Ja, ansonsten wäre das Wichtigste, glaube ich. Ja. Man kann hier noch im Fahrwerk, kann man auf Komfort und auf Sport umstellen. Komfort, normal oder Sport? Hast du das gezeigt? Das ist die Feststellbremse. Gibt es jetzt elektrisch. Spiegelverstellung. Ja. Und hier haben wir das Alpine Navi. Das 903, Alpine 903. Für die zwei Fahrten war super bisher. Na, kann man gar nicht sagen. Perfekt, funktioniert. Ja, Klimaanlage, alles Mögliche. Dann haben wir hier noch die, das ist auch neu, die Lenkhilfe. Also, wenn das Fahrzeug steht und ihr müsst irgendwie rangieren, dann könnt ihr dann einschalten und dann geht das Lenkrad ganz leicht. Dann könnt ihr das mit dem kleinen Finger könnt ihr das Lenkrad drehen. Das ist echt krass. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin noch nicht gefahren. Ich weiß auch nicht. Ja. Geil, wir fahren lieber mit. Drei Mitfahrer. Vier, die eine fällt. Die eine fällt. Ja. Dann habe ich hier schon mal die Sitze umgedreht. Die genialen Sitze? Die Sitze sind übrigens höhenverstellbar. Warte. Weil sonst wäre das ja ein bisschen blöd. Also man kann den Sitz genau in der Höhe verstellen. So, dann kann man sich ja richtig schön gemütlich machen. Die Lehne schön nach hinten Und machen. Man kann ihn auch noch neigen mit dem vorderen Hebel. Ja. Genau, oder nach hinten. Oder nach hinten, ja. Also man kann sie hier reinlimmen. Und geht das noch weiter? Ja. Okay. Und dann kannst du die Lehne noch weiter umlassen, das ist wie beim Zahnarzt. Ja, toll. Dann bin ich nicht da dran. Abwärts. Okay. Hier haben wir auch noch eine Steckdose, die auf deiner Seite auch ist. Mein Mann hatte da auch eine USB, du hättest gar keine. 230 Volt. Ja. Aber wir haben übrigens
Elektrische Fensterheber? Ja, elektrische Fenster, ja. Elektrische Fensterheber? Fensterschieber? Schon, wir haben schon einfach schon lange kein Video mehr gemacht, ne? Naja, gut. Was noch viel schöner ist, wie die elektrische Bedienung, das sind die Roller, weil die einfach genial sind. Und so einfach. Nichts, was man irgendwie festmachen muss oder irgendwie einführen muss. Und wenn man es noch runter macht, dann haben wir noch ein Fliegengitter. Können Sie jetzt auch das Fenster auch machen? Ja, klar. Wenn das Ding unten ist? Macht ihr nicht kaputt? Oh, nichts kaputt. Es geht. Ja. Ja, geht das. Eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich habe gedacht, das Fenster kommt ja rein und berührt dann die. Nee, weil das habe ich schon mal. Habe ich schon mal während der Fahrt aufgemacht. Und das sind hier übrigens Metall. Metall. Also kein Plastik. Das ist Metall. Ach so, und hier vorne? Können wir auch noch zeigen? Du musst runter. Ja. Du musst rauf. Oh. Das ist runter. Ich hätte doch meine Brille aufsetzen. Dann kommt das Verdunklungsrollo. Plissé von oben runter. Genau, und das kann man dann auch ganz runter machen. Und es fährt auch von oben dann von oben nach unten. Also man kann dann auch so machen, dass man eigentlich von innen nach außen schauen kann, aber von außen nicht mehr reinschauen kann. Genau. Und was auch gut ist, sobald man das Fahrzeug anmacht, dann geht auch der Rollo, sofern er unten ist, natürlich sofort hoch. Also vor dem Losfahren muss man es nicht selber hochmachen, sondern es geht dann automatisch. Also, wenn es ganz unten ist, einfach aufs Knöpfchen bleiben. Dann kommt er von oben. Wenn man morgen schon mal rausschauen will, aber noch nicht das wollen will, dass andere schon mal reinschauen, dann kann man es. Also man kann es dann auch ganz nach unten fahren. Also. Genau, jetzt machen wir weg. Und wenn man jetzt die Zündung anmacht, dann fährt es sofort nach oben. Kannst aber die Zündung wieder ausmachen. Genau. Der fährt trotzdem weiter. Dann haben wir über uns das Bett unserer Prinzessin. Das war unser Hochbett. Mit Regale links und rechts. Das sind die einzigen Regale jetzt hier, weil Morelo hat es jetzt anders gelöst. Unter den Schränken gibt es keine Regale mehr, nur noch hier links und rechts. Dann lassen wir mal die Sitze. Den Sitz natürlich so hindrehen, dass man wieder rauskommt. Und nicht auf der Hupe kommt. Ja, genau. Dann können wir nämlich mal das Hubbett runterlassen. Ach so, die müssen übrigens, die Sitze, die müssen übrigens reingedreht sein. Nicht, die dürfen nicht so sein. Weil dieses Hubbett, ach so, ja, dann es da drauf kommt. Also, ein bisschen muss ich den Hebel ziehen. Welchen denn? Ja. Ja. Immer ein bisschen rein. Genau. Dann kannst du mal das Hubbett runterlassen. Die Vorhänge sind ganz einfach zum Wegmachen, weil das ist magnetisch. Das soll man vorher wegmachen, damit es vom Hubbett nicht weggerissen wird. Genau. Also erst die Vorhänge lösen und dann. Dann haben wir da den Schalter. Magie. Dann lassen wir mal das gute Stück nach unten. Dann soll ich mal aufs Bett hochgehen. Ja, bitte. Ich meine, dass es 1,20 Meter breit ist. Wenn du. Hui, wenn du oben bist, mache ich es wieder hoch, okay? Nö. Also man hat hier übrigens Touchlampen. Ja. Ja. Und noch. Man kann sich das auch schön zumachen, man kann sich es gemütlich machen. Also unserer Tochter gefällt es. Mhm. Beim Probeschlafen. Die hat ja mega Platz. Ja, für sie also, für sie alleine. Zu Hause Probe geschlafen und ja. Dann haben wir hier natürlich noch eine Dachluke. Das Mini-Hegi. Ja. Und eine anständige Matratze. Mit Lattenrost. Mit einem anständigen Lattenrost. Also, es ist sehr bequem, laut unserer Tochter. Da passt auch ein normales Spannbettlaken drauf. Spannbettlaken. Ja. Wir haben hier 1,5. Also ich würde mal sagen 1,25 Matratzenbreite, oder? 1,25, ja. Ja, ne? Ja, so ungefähr. Und wenn du da mal hier hinhältst, so, dann. Ich halte da mal so fest. Ich würde mal sagen, wie lang das am Ende ist.
Das ist 1,98 oder sowas. Ja. Oh, das ist aber echt bequem. Ich bin noch nie hier oben gelegen. Hm? Bin nur mal, ja, ich habe hier halt das Spannbetuch hingemacht und so, aber ich noch nicht drauf, so richtig drauf gelegen. Ist echt schön. Da scheint natürlich jetzt das Licht durch, weil das Rollo unten ist. Oben. Ja. Das Verdunklungsrollo von der Windschutzscheibe. Gehe ich mal wieder runter, dann darfst du es wieder hoch machen. So. Wir hoffen mal, dass euch das Video nicht so lang wird. Aber man kann es ja immer nicht jedem recht machen. Der eine sagt, das ist viel zu kurz, warum erzählt er nicht ausführlicher? Der andere sagt, mir wird zu langweilig, muss ich umschalten. Dann ist das so, weil er... Der eine sagt, der will mehr sehen. Genau, wir können es halt einfach nicht jedem recht machen. Es ist halt dann so. Aber wir haben doch alle Zeit, oder? Eigentlich. Dann sind wir hier in unserer... Ihr könnt ja auf Pause stellen, wenn ihr zwischendurch mal auf Toilette müsst. Dann haben wir eine mega riesengroße Sitzgruppe. Und was ich auch total genial finde, sind die zwei Schubladen unten drin. Ja, auf dieser Seite zwei Schubladen und auf dieser Seite ist auch noch eine Schublade. Moment. Boah. Und da passt echt was rein. Und es ist viel einfacher und viel praktischer, wenn man das irgendwie so hochhieven muss. Und der eine muss es festhalten, der andere fällt fast rein. Also im anderen Band ist es echt schwer. Ja. Süßigkeiten haben wir auch schon dabei. Heute Abend gibt es Chips. Lecker. Und Knoppers. Die müssen wir mal rausmachen, das geht alles kaputt, bevor wir wieder fortkommen. Müssen wir den gleich mitnehmen. Dann haben wir hier auf dieser Seite die zwei Schrankklappen. Und zwar sind die nicht so tief, weil darunter ist der Fernseher. Aber für Gläser. War noch Platz. War noch Platz. Also wir haben hier 5 Weingläser und 5 Sektgläser. Ja. Dies gehört nicht dazu, das haben wir da. Dann haben wir die Fernbedienung für den Fernseher und die Fernbedienung für die Soundbar. Jawohl. Um den Fernseher nach unten zu fahren, muss man die Multimedia-Taste hier drücken. Und dann kann man mal den Fernseher nach unten fahren. So. Das ist der neue von Alphatronics, der auch Smart TV kann. Ja. Also man kann ja auch YouTube schauen. Genau. So wie wir. Wir haben es schon ausprobiert, es funktioniert. Jawohl. Das ist die Fernbedienung für, sag mir's, Frau Dole für die Markise. Genau. So, dann gehen wir mal auf diese Seite. Die sind tiefer. Da, genau, das wollte ich vorhin sagen. Wir haben hier noch Regale, aber die Regale, die hier sind, die sind jetzt mit dem Schrank. Also die haben jetzt einfach mal die Schrankklappe, anstatt die nur bis hier geht, haben die ganz geschlossen. Hat alles Vor- und Nachteile. Man kann nicht mal schön was überall greifen, was man so schnell zur Hand haben möchte. Hat auch viele Vorteile, es fliegt während der Fahrt nichts raus. Dann nehmen wir so ein Körbchen raus. Da haben wir die Körbchen drin, die passt da auch wieder gut rein. Die Körbchen sind heißgeliebten Körbchen, also da wo man alles super drin verstauen kann, was man so braucht. Ich verlinke die euch auch nochmal in der Infobox unten, weil da haben wir auch schon viele danach gefragt. Hier haben wir ein Körbchen für das ganz wichtige Utensil, FFP2-Masken. Und hier unser Kamera-Equipment. Ja, und die Böden sind noch... Die kann man noch alle in der Höhe verstellen. Also die was haben wir denn hier drin? 3 Löcher. Ein Verbandskasten. Okay. Kasten, also man kann das obere Brett noch eins nach unten machen oder eins ein paar Zentimeter nach oben. Dann haben wir hier nochmal das gleiche, aber noch leer. Oh. Ja. Da könnte man ein Werkzeug rein. Hast du meinen Blick gesehen? Nee, da habe ich gerade einen Schnitt gemacht. Hier war auch noch eine Klappe. Da haben wir schon ein bisschen was drin. Ein paar Kunststoffgläser. Das ist unser Brotkorb, den kann man waschen, das ist ganz praktisch. Und unsere Omnia. Brillenputztücher. Der Omnia. Sind auch nicht. Oh, guck mal. Es ist jetzt vorbei. Oh, Weihnachtsbeleuchtung. Das brauchen wir jetzt nicht. Nicht so wirklich. Wollen wir mal den Tisch ausziehen? Nee, du könntest dich ja mal auf die Bank setzen. Mhm. Jetzt mal. Dort hinten. Dein wichtiges Utensil heute, ne?
Tempos. Und damit man mal ungefähr eine Vorstellung hat, wie riesig eigentlich die Sitzgruppe ist. Ja. Das ist schon echt bequem. Also, es ist noch mit den Füßen ist noch ein bisschen Platz. Ja. Da wäre noch Platz für meine Füße. Wir haben bewusst keine RAV-Rollos gewählt. Wir haben die Standardvorhänge, die von Haus aus drin sind, so gelassen. Weil ich finde die anderen nicht unbedingt jetzt viel, viel schöner. Und die finde ich auch praktisch, weil immer dieses Rauf und Runterziehen, das gefällt mir einfach nicht. Ich finde es praktischer, kann man besser rausschauen. Hier natürlich auch wieder Verdunklung. Und dann kommt Fliegengitter hinterher. Das zeigen wir es nicht an jedem Fenster, ne? Also das ist überall so. Das ist überall so. Hier haben wir noch für Beleuchtung. Ich drücke halt überall mal drauf rum, ne? Weil die Weiche, Ambi. Ich hab's dann nicht so. Ambiente Beleuchtung. So. Du könntest ja mal. Dann haben wir hier zwei Anschnallgurte. Den einen haben wir hier hinten drin gelassen, weil wir brauchen für unsere Tochter ja nur den einen. Wenn hier zwei Personen mitfahren möchte, dann kann man das hier rausnehmen. Genau. Dann kann man das hier rausnehmen und die Klappe rausnehmen. Und dann kann man da auch hier, also quasi zwei Personen nebeneinander sitzen. Richtig sitzen, ja. Genau. Aber brauchen wir ja. Nimm mal das Maßband und mess mal die Länge der Bank. Oh, hab ich das würde mich jetzt mal interessieren. Das der 88 LB, also L, das L steht für Längsbetten und das B steht für Bank, für lange Bank quasi. Wenn du das vorne hinhältst, ich glaube, dann kriegt man das hin. Also ich halte das mal dahin, so. Mhm. Ist jetzt nicht ganz genau, das ist dann 1,55 oder sowas. Das ist schon echt krass. Okay. Da könnte doch ein Kind drauf schlafen. Und wie lang ist die Seite? Mhm. Ja gut, ist hinten oder vorne? Mach einfach hinten die längste Seite. Hinten. Das ist 1,15. 1,15, okay. Schon. Aber hier können super zwei Leute sitzen, ja. 4, 5, 6, 7, also mit 7 Leute kann man hier super sitzen. Ach, richtig Platz, ja. Und den Tisch? Den Tisch kann man denn, den muss man halt unten. So, wo haben wir sie denn da? Mein Mikrofon hat sich verabschiedet. Geht noch alles hier? Den kann man lösen. So, dann kann man den Tisch hin und her schieben. Oh. Hin und her schieben. Ach, ja, gut. Also man kann aber nicht drehen, man kann ihn nur verschieben. Nein, das ist die Drehbar. Ne? Quasi links und rechts, also in alle Richtungen verschieben, aber nicht um die eigene Achse drehen. Das wenn ihr die Platte auseinander wollt, müsst ihr halt den Hebel drücken. Ach, drücken. Ja, genau, und dann auseinanderziehen. Oh. Ja, da brauchen wir ein bisschen. Das geht am besten. Soll ich die halten? Geht das? Das geht am besten. Und dann nehmt dabei gedrückt halten. Und dann hochziehen. Das ist wieder so ein Männerding. Ja, so breit, so weit kann ich meine Arme gar nicht voneinander machen. Und dabei die ganze Zeit den Hebel. Bei Wohnmobil-Dinner waren wir wirklich nur zu zweit und wir hatten den ganzen Tisch voll Essen. Wow. So, wieder festmachen. Und der Tisch ist fest. Der wackelt nicht so. Nee, das ist gut. Dann haben wir hier, wo machen wir denn hier weiter? Dann machen wir hier mal nur ganz kurz. Also, das ist das Bedienpanel von Morello. Da macht man das Multimedia an und aus. Genau. Dann haben wir hier eine Info für die Wasserstände. Ja, muss nochmal drauf drücken, weil das andere Meldung eben da war. Dann alles leer, Batterien voll, Wasser leer, klar. dann haben wir hier für die Satellitenschüssel, die Sat-Anlage, dass die ausfährt. Die Oyster 5. Die mit dem blauen Licht, das kann man übrigens separat abschalten. Dafür müsste man sich aber eine App runterladen, dann kann man das Licht ausmachen, für den es stört. Man kann es auch ein bisschen dimmen und so. Genau. Dann haben wir das App für die alte, wird auch bekannt sein. Und das ist ein was, das weiß ich jetzt gerade. Der Batteriecomputer, der zeigt das an, dass die Batterien zu 99% gefüllt sind. Genau. Also man kann auch die, das ist die Spannung und wie lange noch abfragen. Da hast du dich ja schon mit beschäftigt, aber für mich ist wichtig, dass es funktioniert. Das ist für Solar. Das ist Solar, kannst du auch drauf drücken. Dann kannst du sehen, was gerade reinkommt. Es scheint
gerade. Eine Sonne, es ist betrübt. Und trotzdem kommt ein bisschen was rein. Mhm. Und das hier? Wechselrichter. Wechselrichter, okay. Kombi. Ja, stimmt. Genau. Mit Landstrombegrenzung. Aha. Das ist auch ganz praktisch, habe ich jetzt schon festgestellt. Man drückt da drauf und dann hat man die nächste 15 Minuten, glaube ich. 10 Minuten. Oder 10 Minuten, das müsste ich jetzt lügen. Auf jeden Fall schaltet sie automatisch wieder ab, wenn es nicht mehr benutzt wird. Genau. Wenn keine Leistung mehr gezogen wird, dann schaltet sich der Wechselrichter automatisch wieder aus. Genau, das ist ganz praktisch. Also wenn der Kaffeemaschine nach Beenden der Kapselmaschine zum Beispiel oder Föhn. Man kann auch Dauer einschalten, muss man halt länger drauf drücken. Also einmal, das ist einmal drauf drücken, dann ist die Funktion, dann blinkt auch die Lampe. Mhm. Und wenn nichts gezogen wird, dann schaltet er nachher automatisch wieder ab. Dann machen wir es wieder aus. Ja. Und das hier haben wir selber hingemacht. Vielleicht kennt ihr das noch von unserem alten Wohnmobil, dass ich die Temperaturanzeige für unseren Kühlschrank Thermometer. Wir haben da zwei Thermometer drin, einen im Gefrierschrank und einen im Kühlschrank. Hat jetzt momentan 14 Grad und 16 Grad. Klar, es ist ja auch nicht an der Kühlschrank. Wir finden das nämlich super praktisch, denn so ein Absorber-Kühlschrank, der kann schon mal an seine Grenzen kommen im Hochsommer. Mhm. Ja? Und da hatten wir echt festgestellt, dass wir mal ratzfatz 15 Grad drin haben. Das ist für manche Lebensmittel natürlich nicht mehr unbedingt sinnvoll. Ich zeige euch das mal kurz hier drin. Die sehen dann so aus. Und dann kann man das auch viel besser regulieren, weil man kann ja keine Gradzahl einstellen, sondern nur Stufen. Und dann sieht man ganz genau, okay, ich mache es für heute, scheint recht die Sonne. Wir machen es ein bisschen Stufe hoch oder es ist draußen richtig kalt, dann brauche ich den Kühlschrank auch nicht auf volle Leistung fahren. Das kann ich mir dann sparen. Den verlinke ich auch nochmal in der Infobox unten, ja? Für jemanden, den es interessiert. Da hast du ja richtig was vorgenommen. Warum? Was du alles verlinken willst. Ja. Das war doch jetzt nicht viel. Dahinter ist noch Technik. Da kann man mal pushen hier. Ja, alles sauber. Die Future Box von Neustadt. Tenhaft. Ja, ein bisschen Elektrik und. Okay. Genau. Dann machen wir hier mal wieder zu. Hier haben wir einen Spiegel und zwei Kleiderhaken. Dann kommen wir mal zum Mülleimer, wollte ich gerade sagen. Nee, aber wenn wir da schon sind, hier haben wir einen Mülleimer, Trennsystem drin. So. Gestern hast du gedacht, das ist dein Reich. Das ist mein Reich. Ich wollte nur den Müll da kurz entsorgen. Also das ist mein Reich, ja. Der Mülleimer nicht. Ich werde dich noch mal daran erinnern, wenn ich spülen muss. Ich weiß. Nur beim Kochen ist es mein Reich. Ja, also jetzt habe ich es gerade eh schon aufgemacht. Hier ist ein Mülleimer-Trennsystem. Hier hat man noch genügend Platz vorne und hinten für Putzmittel. Und das war auch dabei. Das ist von... Ja, das ist die Flüssigkeit für die alte Heizung. Genau. Das ist Glykol. Ja, jetzt machen wir aber hier mal weiter. Ja, das ist mein Reich. Also die Küche finde ich total schön. Super praktisch finde ich, dass es hier zwei Spülbecken gibt, denn so kann man beim Kochen den vorderen Bereich nutzen und kann dann, wenn man was ausgießen muss, das könnte hinten reingehen. So hat man halt einfach mehr Arbeitsfläche. Jetzt kommt aber die Frage, wenn du die Dinger jetzt aufmachst, wo lasse ich die? Das zeige ich nachher. Dann haben wir hier unseren Drei-Flammen-Herd, der super Leistung hat. Der super ist, ja. Ja. Also, und das kann man auch sehr gut wegmachen zum Putzen und dann einfach wieder. Klar, mit dem Hochglanz und so, man sieht da alles drauf, ist klar, aber ja gut, ist so. Ist halt das Glas aber da. Aber das sieht halt auch schön aus und auch die ambiente Beleuchtung hier ist schön, ne? Ja, und hier den Wasserhahn, den kann man übrigens hier natürlich für beide Becken schwenken. Ja, man kann das auch nach oben schwenken. Wenn du mich ärgerst. Wenn man mal den Mund spülen muss. Wenn du mich mal ärgerst. Dann haben wir hier noch ein Gewürz. Also ich würde jetzt mal sagen Gewürzregal. Wir haben da auch schon überall diese Anti-Rutsch-Matten da reingemacht. Die Anti-Klapper-Dinger. Da haben wir uns mal Zeit genommen und haben überall zusammen das überall reingeschnitten. Soweit diese Matten gereicht haben. Du hast schon mal nachbestellt. Ne? Liegen in der Garage. Genau, haben wir vorhin gezeigt. Dann haben wir hier unsere Kapselmaschine von DeLonghi. Ja.
Ein paar Kapseln waren dabei, wir haben jetzt schon mal welche nachgekauft zum Testen. Also es gibt schon fragwürdige Kapseln. Klar, das mit den Kapseln, da schimpfen dann auch viele, es ist überhaupt nicht umweltfreundlich, das stimmt auch. Ich habe auch schon mal geguckt und habe dann diese kompostierbaren Kapseln bestellt. Aber die waren nicht lecker. Also die, was wir bestellt haben, die waren nicht lecker. Das hat wirklich nach Kompost geschmeckt. Das hat geschmeckt wie alte Erde. Ich konnte mir nicht trinken. Die waren schon fertig für den Kompost. Ja. Also wenn jemand... Also der Kaffee ist aber ziemlich langsam durchgelaufen, muss ich sagen. Ja, also bei diesen Kapseln, das war auch schon ganz komisch. Also wenn da jemand einen Tipp hat für leckere Kapseln, die man kompostieren kann, sind wir für alles offen. Dann schreibt es uns in die Kommentare, das wäre super. Aber nicht solche hammerharten Dinge. Also wir wollen nachts noch schlafen. Ansonsten, ja, kann man da nicht so viel sagen, funktioniert. Wir haben jetzt auch schon Kapseln gefunden, die uns schmecken, aber leider war das nicht die umweltfreundliche Version. Das lege ich mal auf die Seite. Und dann haben wir, ja gut, dann haben wir super große Schränke, also Küchenschränke. Da Kapseln, da hatte ich welche bestellt, aber das war gar nicht für die Maschine. Hat jemand eine Cafissimo? Ja, genau. Hat jemand eine Cafissimo? Ich darf uns gerne schreiben. Wir haben es schon aufgemacht, aber wir können damit nichts anfangen. Genau. Weil der passt da nicht rein. Also einfach in den Kommentar schreiben mit Adresse. Wir schicken ihn direkt zu. Also ja, die Adresse müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben. Dürft uns auch per E-Mail zukommen lassen. Das steht auch in der Infobox. Der Erste, der schreibt, schicke ich es gerne kostenfrei zu. Weil damit können wir nichts anfangen. Aber wie gesagt, wir haben es einmal aufgemacht und gesehen, oh Gott, die Kapseln sind ja zweimal so groß. Okay, gut. Dann haben wir hier zwei riesengroße Stauchklappen. Da haben wir unsere schönen, die haben wir von unseren Kindern bekommen, unsere schönen Tassen drin, wo die uns machen lassen haben. Ne? Zu Weihnachten, total schön, gell? Kaffee schmeckt einfach besser aus einer Porzellantasse aus Kunststoff. Wie aus Dingen. Ich trinke auch Cola lieber aus einem richtigen Glas wie... Alles schmeckt besser aus Glas wie aus Kunststoff. Ein Glas Wasser schmeckt auch besser aus dem Glas. Und Wein schon sowieso. Und Wein sowieso. Wein sowieso. Ja, hier haben wir jetzt noch Geschirr, das gibt nicht viel zu sagen. Ja, aber passt eine ganze Menge rein. Jetzt ist hier oben ja schon relativ voll, aber wir haben hier unten so viele Schränke, wie ihr gleich sehen werdet. Und die sind noch nicht ausgelastet. Da haben wir unseren Omnia drin. Da haben wir noch zwei Kunststoffweingläser. Vielleicht können wir die ja mal wieder an den Strand nehmen. Und da habe ich ein Regal gekauft, aber da, wo ich das hinmachen wollte, da war mein Mann nicht mit einverstanden. Mal gucken, wo ich das noch hinhängen darf. Also ich hätte einen Platz für eine Garage. Ja, super. Das ist so, da könnte ich zum Beispiel mein Silikonspray, mein WD-40 und was weiß ich reinmachen, gell? Dafür wäre das gut. Genau. Schaut mal, wie tief die Schubladen sind. Also da kann man weitaus größere Töpfe noch reinstellen. Werden die richtig verloren würden, die da drin, ne? Ja, die Schublade ist ja auch deswegen so tief, weil man kann sich ja anstelle der Schublade auch den Geschirrspüler bestellen. Genau, dann sind die zwei Schubladen weg und anstelle der zwei Schubladen kann man dann sich den Geschirrspüler einbauen lassen. Wir haben das nicht gern, das brauchen wir nicht. Also wir sind drei Personen unterwegs und wir haben im Urlaub definitiv mehr Zeit wie zu Hause und kochen aber auch nicht ganz so aufwendig wie zu Hause und wir machen das zu zweit im Teamwork. Ne? Ich spüle und du trocknest ab. Nee, das macht sie alleine. Nee. Weil sie hat gesagt, das ist ihr Reich. Ja, aber doch nicht beim Putzen, Schatz. Das habe ich euch schon gezeigt. Das ist, warte, Müllauszug. Guck mal, wie tief die ist. Da hinten ist auch noch ein Fach. Ja, stimmt. Oh, da hätte ich doch fast noch eins unterschlagen. Guck mal, jetzt muss ich es doch noch mal aufmachen. Da unten ist auch noch mal eine Schublade. Oh. Auch ganz praktisch. Dann können gerade meinen, die geht bis nach draußen. Du. Ach, das habe ich gerne aufgemacht, gell? Hier. Schaut mal, da habe ich ganze Gewürze und Sachen noch drin. Die sind so tief, man könnte gerade meinen, die gehen aus und aus dem Wohnmobil wieder raus. Und da habe ich, das hast du noch gar nicht gesehen, da habe ich mir so Brotbeutel gekauft, weil ich mir immer überlege, wo mache ich mein Brot hin unterwegs? Muss mir irgendwo reinmachen. Die sind so Leinenbeutel. Das verlinke ich euch. Leinenbeutel. Leinen. Ja, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Die sind wirklich super, die kann man waschen und das Brot soll da drin lange halten. Das kann ich nicht versprechen, weil ich habe es erst einmal benutzt. Und ob es nach zwei Tagen war, es noch gut ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist ja auch immer die Frage, wie lange muss Brot halten. Ne? Auf jeden Fall lässt sich das sehr super aufbewahren.
Dann haben wir hier noch Schubladen, da seht ihr wieder unsere Platten da drin. Dann ist es halt auch während der Fahrt, dann ja, rutscht es nicht durch die Gegend und klappert dann auch nicht. Da haben wir sogar noch Brötchen drin, die wir nicht gebraucht haben. Die sollten wir mal mit rausnehmen. Die hier sind noch haltbar, aber ich glaube, oh ja. Also entweder wir kommen jetzt dann endlich fort oder... Dann fahren wir fort. Oh. Da wäre noch Platz für Lebensmittel. Für weitere Brötchen. Ja, genau. Zentralverriegelung gibt es hier nicht. Das bin dann ich. Die funktioniert auf Knopfdruck. Dann haben wir auf der anderen Seite... Apothekerschränke. Ach, da war das wieder mit dem Alkohol. Oh. Mach schnell wieder zu. Es war kalt, man bräuchte abends was Warmes zu trinken. Kakao mit Rum und das alles. Andere da ist übrigens. Das ist nicht Genie, die Wunderlampe. Das ist Rum. Ach, für deine Jacke. Ui, der Jacke eingeklemmt. Das geht ja gar nicht. Darf ich die unten auch aufmachen? Da ist nämlich Wein drin. Und Olivenöl. Und noch die Kapseln. Aber die gibt's nicht. Nee, die passen. Die schmecken. Die schmecken. Die schmecken. Ja, das ist ja auch ganz praktisch, weil man das auch von beiden Seiten auch mal von draußen reinfassen kann. Ja, immer schön wieder verriegeln. Dann haben, ja genau, also das ist ganz auch wichtig, vor allem während der Fahrt. Ne? Dann haben wir einen Backofen. Die Bleche habe ich, zeige ich dann, die habe ich woanders reingemacht, weil die klappern furchtbar während der Fahrt. Dann haben wir hier den Kühlschrank, den man von beiden Seiten aufmachen kann, beziehungsweise das Gefrierfach. Und den Kühlschrank. Also den finde ich auf jeden Fall schöner wie den wie der alte Dometic, der neue. Ja, du hast nicht dieses blöde Gemüsefach, was du immer so. Ja, das war immer so schlecht zum Reinschieben. Also. Das hier ist jetzt einfach viel einfacher. Ja. Genau. Das muss es dann richtig reinschieben, damit es auch gerade drin ist, sonst kriegst du die Tür zu. Jetzt hier noch schieben, für welches Gemüse das es ist. Bei Karotten zum Beispiel, umso mehr Luftfeuchtigkeit da rein und raus, dann kannst du hier noch verstellen. Dieses Gemüsefach. Ist ein schöner Kühlschrank, wie ich finde, ne? Ja. Dann haben wir einen Kleiderschrank. Da sind noch die Jacken, unsere Winterjacken drin, guck mal. Von der Abholung. Da sind sie. Da gibt es sogar noch Handschuhe. Ich habe mir schon neue gekauft. Ja, cool. Das gibt eigentlich, das gibt der Kleiderschrank für unsere Tochter hier. Das finden wir jetzt ganz praktisch, dass wir zwei haben. Dann haben wir hier noch eine Schiebetür. Die sie auch von der anderen Seite abschließen lässt. Ja. Für uns ist wahrscheinlich nicht so wichtig, aber normalerweise ist das ja ein richtiges Raumbad. Und dann steht die Toilette, haben wir ja gleich hier. Wenn man dann auf Toilette geht, dann möchte man wahrscheinlich auch zumachen können. Ja. Halt! Wir haben noch einen. Ach, genau, wir haben noch einen Dachlüfter. Der ist super. Wir hatten vorher auch schon Dachlüfter und das war auch schon super praktisch. Gerade beim Kochen kann man die Luft nach außen oder. Wenn es zu warm wird und man mal keine Klimaanlage. Ach, genau, Klimaanlage. Da kommen wir gleich zu. Der Dachlüfter, der pustet auch der richtig was weg. Ja. Also wenn du den auf volle Pulle machst und du machst dann vorne das Schiebefenster auf, da das Seitenfenster und stellst dich davor, dann kannst du die Haare föhnen lassen. Ja. Nee, es ist echt super, weil ja, genau. Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, von wegen Klimaanlage, ich hätte mir fast vergessen. Wir wollen noch alles zeigen. Eine Klimaanlage haben wir uns doch wieder bestellt. Wir haben uns echt lange überlegt, weil wir meistens freistehen, was heißt freistehen, also ja, autark stehen möchten und nicht von Strom abhängig sein möchten. Aber wir stehen auch mal auf dem Campingplatz, passiert bei uns auch mal und vor allem, wir sind auch gerne im Sommer mal in Kroatien und da ist es doch dann schön. Und das war jetzt mitten in so einem Paket und da haben wir gedacht, komm, ja, das ist die. Die wurde uns auch schön angepriesen, weil die soll auch ein bisschen leiser sein. Die ist auch leiser, ich habe das schon getestet. Die ist schon getestet. Die ist brutal leiser wie die von Truma, die wir vorher hatten. Und die soll auch mehr Leistung haben. Das ist die zwei Kolben. Zwei Kolben. Okay. Kompressor drin. Und mehr Leistung hat die auch, gell? Ja. Die hat den 3000. Und die andere, die von Truma, hat nur 2,2. Die fast unterschlagen, ja. Mhm. Und hier drüber haben wir natürlich noch einen riesen Heki, haben wir auch nicht gezeigt, gell?
hier. Bevor wir jetzt ganz hintergehen, machen wir das auch. Ja. Ja. Achtung, jetzt blendet. Müssen wir mal kurz die Augen zumachen. Haben wir einen Kurbelhegi. Oh, das sieht schon wieder nach Regen aus. Oh, ja. So mach schnell wieder zu, das regnet. Haben wir außen schon gemacht. Ne? Ja, also geht super leicht zum Drehen. Ja. Kann man nichts sagen. Funktioniert. Okay, dann gehen wir mal nach hinten. Dann machen wir mal hier im Bad weiter. Wenn man hier die Schiebetüre zumacht und im Bad ist zum Duschen, dann kommt man ja noch gut an der Kleiderstrecke. Ich mache jetzt aber wieder auf, dass wir ein bisschen mehr Licht haben. Das wäre dann unser Kleiderschrank hier. Da habe ich jetzt unten auch noch diese Körbe drin, die großen jetzt. Das habe ich jetzt einfach nur da reingestellt, weil wir jetzt noch nicht so recht wussten, wie unsere Kleider. Und oben kann man dann Socken oder Unterwäsche, je nachdem. Also die sind einfach super. Ja. Da kann man dann solche, also solche Einteiler da dazu. Also die haben wir auch hier. Wir haben noch Potenzial. Diesen Rausfall. Hier ist über eine Kante. Die Kante. Wenn man die nicht braucht, kann man die auch rausnehmen. Da oben wäre noch mal eine Stange drin. Ja, aber wir hatten beim Camping so viel Kleider zum Hängen dabei. Nee. Und die Bretter sind dann noch, die Regalböden sind in der Höhe noch mal verstellbar. Ja, das sieht man ja hier. Die sind schon alle vorgegeben. Dann kann man sich dann dementsprechend noch unten, man kann sich sogar noch welche dazu bestellen und unten die. Ja, aber ich glaube ein paar Sachen, Jacken, so ein bisschen was haben wir. Und da passt echt eine Menge rein. Also vor allem, wenn wir noch mehr Schränke wie das hier, also viele Klappen und so. Jetzt stehen wir in unserem Bad. Und zwar ist das das Bad, war das das Luxusbad, war glaubt, ne? Luxusbad, also das war diese Sonderoption, die wir bestellt haben, weil wir wollten die Toilette nicht hier im Raum stehen. Wir haben uns das wirklich auch eine Weile überlegt, weil die ganzen Ausstellungsfahrzeuge, die wir angeschaut haben, die hatten das. Die Toilette war dann hier so offen. Klar kann man hier links und rechts zumachen, aber das war einfach nicht unseres. Nee. Und dann haben wir gehört, dass man bei Morelo es auch bestellen kann. Wir können so haben, wie wir es vorher auch hatten. Wir können einen separaten Toilettenraum. Ja. Weil jetzt kann jemand auf Toilette gehen, es kann jemand duschen, es kann sich jemand die Zähne putzen. Viele sagen ja immer, ja, aber man kennt sich doch und man muss doch, aber ich muss nicht alles teilen, mein Toilettengang nicht. Doch, bei Facebook teilen sie auch alles. Genau. Nein, wir wollten das so nicht haben. Es ist für jeden das Richtige und für viele passt es auch und für uns hat es so besser passt. Weil man kann es einfach vielseitiger nutzen. Klar, man hat hier, wenn man die andere Version wählt, dann hat man hier noch mehr Platz. Ist ja klar. Ey, was will ich hier? Ich will hier nicht tanzen. Also ich habe hier mega viel Platz. Ja. Ja. Und jetzt habe ich hier meinen separaten Toilettenraum. Gehen wir da mal rein. Moment, ich komme. Wir haben hier die beheizbare Toilettenrolle. Warum man die nicht hier hin macht, weiß ich nicht. Weil das, wenn man da ein nasses Handtuch hinhängt, dann hängt es da hin. Das hätte man auch da an der Außenwand machen können. Aber ich glaube, das ist so ein Markenzeichen so. In Marino so. Eine heizbare Klofalle. Ja, gut. Aber wenn hier dein Morgenmantel hängt. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Morgenmantel. Weil du hier oben, ich habe keinen Morgenmantel. Wenn du hier oben die Haken hast, dann hängt das halt darunter in das. Jetzt, ich bin ja auch nicht klein, ich bin 1,76 Meter groß und du hast hier genügend Platz. Und auch mein Mann hat genügend Platz. Ja, wie ihr seht. Die kann sogar die Füße noch ausstrecken. Und kann, kann sie dann nehmen. Und währenddessen noch einen Schnapper aus dem Fenster halten. Was ist denn das? Ein Schnapper aus dem Fenster halten? Na, ein Schwätzer meine ich. Ach, ich kann da rausschnacken. Oh, Schatzi. Dann haben wir hier die Bedienung von der, also das ist eine Porzellantoilette. Dometic. Dometic und eine Zerhacker-Toilette. Mit Festtank. Und dann hat man hier die Bedienung. Und hier haben wir den Lichtschalter. Und hier drüber haben wir dann auch noch einen Schrank. Ja. Putzlappen drin und sowas. Ja. Und genau. Und die Türe hier haben wir so gewählt, damit ein bisschen Licht einfallen. Genau, dass das hier nicht so dunkel ist. Bad kommt. Man kann es auch ohne Glas. Genau. Ist das Glas? Ja. So aus. Dann gehen wir mal zurück. Dann gehe ich mal duschen für euch. Sie sind nicht Glas, also alles aus Echtglas. Wir stehen jetzt halt ein bisschen schräg und fällt das jetzt wieder zu. Also
Hat nichts mit dem Fahrzeug zu tun. Und man hat hier ehrlich Platz. Also kann es ja vielleicht so machen, dass sie das auch wirkt. Also du hast hier genügend Platz. Also. Hier kann da jemand noch mit seinem Kind duschen. Also wer Kinder mit an Bord hat, das ist ja genügend Platz. Krass. Ja. Machen wir Arme nach oben. Ja, ja, komm mal. Also ich bin 1,76 groß. Mhm. Also das okay. Sollte kein Problem sein. Ja. Das ist auch eine richtig schöne. Und hier sind noch Haken dran, das ist auch ganz praktisch. Machen wir wieder auf. Und ich habe ein Mikrofon drin, soll der gehen. Ja. Man kann noch wählen, extra Option, die Regendusche. Regendusche, oben. Ich habe es auch kurz überlegt, aber ist es schön, eine Regendusche, aber die ist genauso toll. Ja. Wir durften es ja schon testen und das war alles prima. Reicht. Absolut. Und da oben ist dann der Ausgleichsbehälter von der Alte drin. Warte, ich mach. Genau, da ist er. So. Wenn wir schon beim Duschen sind, wir haben wie viel Wasser an Bord? 350 Liter Frischwasser. Ach, das reicht. Ja. Also ich kann hier doch nicht. 250 Liter Abwasser und 250 Liter Schwarzwasser. Ich dachte, es sind 370 Frischwasser. Nee, 350. 350. Aber das ist schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Das reicht für uns eine Weile. Da kommen wir wohl eine Woche mit hin, oder? Gut, man kann es nicht so sagen, dass wenn man doppelt so viel Wasser hat, auch doppelt so lang kommt. Es kommt ja immer darauf an, was schafft die Pumpe und was kommt da durch. Das ist einfach wie Haushalt. Ja, wenn du mehr Wasser dabei hast, dann nimmst du auch immer mehr Wasser, weil du hast ja eh genug. Denkst du dann mal, keine Ahnung. Dann haben wir hier, das Licht lässt sich übrigens hier, das habe ich auch rausgefunden. Das ist so eins der wenigen Lichtschalter, wo ich mich auskenne, die ich gefunden habe. Da kommt hier so ein Waschbecken. Wir haben hier eine ausnehmbare Brause, kann man sich auch mal die Haare waschen. Die Haarwaschbrause? Lange nicht, aber deine müsste ja gehen. Das haben wir auch schon ausgelegt. Dann haben wir drei Klappen, das ist fast noch alles leer. Spiegelschrank? Ja. Mit Steckdose. Da ist auch eine Steckdose drin, ja. Hier unten ist noch eine Steckdose, kann man sehen. Bin ich im Weg? Das tut mir heute echt leid. Entschuldigung, so. Da unten ist noch eine Steckdose. Ja, da stimmt. Links und rechts eine Steckdose im Schrank auch noch für den Rasierer oder elektrische Zahnbürste oder. Ja. Glätteisen. Hier hat es mehr Steckdose wie da vorne. Du. Ja, dann haben wir hier schon mal, aber es ist noch nicht eingeräumt, tut uns leid, ihr Lieben. Ist noch ein bisschen chaotisch. Ja, so, da passt auch wieder unsere Körbe. Hast einen Korb? Hast einen Korb gekriegt? Wir haben übrigens lauter solche Handtücher dabei. Ganz, ganz viele. Die sind diese Hammerntücher, nennen die sie. Verlinke ich auch mal, wenn sie jemand interessiert. Die trocknen sehr schnell und brauchen keinen Platz. Da kann man locker 20 Handtücher in eine Schublade reinmachen. Weil die so klein sich zusammenfalten lassen. Manche mag es zu dünn sein, diese Tücher. Wir finden sie ganz praktisch, vor allem auch im Sommer, weil die draußen. Weil die dann auch immer sehr, sehr schnell trocknen wieder. Dann wären wir im Bad schon durch, oder? Das wollte ich gerade noch was sagen. Aber ich habe das gerade... Hier oben haben wir noch... Wenn ihr hier Wasser rauslascht, das ist weg. Wenn ihr den Stöpsel ausmacht, das Wasser, das schießt richtig weg. Das stimmt, ja. Also das tuckert nicht so vor sich hin, nee, sondern das ist... Zack und weg. Schwappdiwopp, als wenn da unten ein 100er KG-Rohr drin wäre. So läuft das ab. Ja. Andere Seite? Also, ja, genau. Wir können uns auch vereinzeln. So. Hei, hei, hei. Mit Spiegel. Ne? Mit Spiegel. Ich kann mich ja sehen. So. Kommen wir zu unserem Schlafbereich. Fangen wir hier mal an. In der Drittstufe ist eine kleine Klappe, was da letztendlich mal Sinn macht reinzumachen. Wir haben jetzt unseren Beutel da reingemacht für die Schmutzwäsche, weil die muss ja auch irgendwo hin. Und wenn wir dann einen Beutel voll haben, dann können wir den in der Heckgarage machen. Weil mit einem Beutel Schmutzwäsche kommen wir zu dritt nicht so arg weit.
würde ich sagen. Nee, aber in der Garage ist ja Platz genug. Eben. Wir haben auch überlegt eine ganze Weile, ob wir Queensbett nehmen oder Einzelbetten, weil mir das Queensbett war wirklich super. Und darum hat es fast ein bisschen schwer gefallen, was wir jetzt nehmen letztendlich. Aber ich glaube, die Entscheidung war ganz gut im Nachhinein. Darf ich jetzt noch hier ein Geheimnis verraten? Komm, nee, auch mal vor die Kamera. Also du, das war eigentlich so, wenn du ein Queensbett nimmst, dann wird das Fahrzeug noch mal 20 cm länger. Stimmt. So war das. Genau. Das war dann auch noch länger. Wir haben gesagt, über 9 Meter wollen wir nicht. Und nee, dann irgendein, ja, muss man sich ja mal entscheiden. Aber jetzt darf ich aber auch noch ein Geheimnis verraten. Komm, setz dich doch mal hierher, mein Schatz. Boah. Tja, der Morello war bestellt, der war noch nicht da. Da bekamen wir eine ganz, ganz freudige Nachricht. Ja, wohl. Nochmal, ich muss gleich heulen. Ich habe schon so geheult. Ich wusste es schon, als unsere Tochter kam und ich in ihren Augen sah. Gott sei Dank ist das Bett so breit. Ja. Ja, wir werden Großeltern das erste Jahr. Das erste Mal dieses Jahr, also überhaupt. Und zwar im September ist es soweit. Ich werde Opi. Jawohl. Ja. Jawohl, ich freue mich schon. Dann kriegt man den Anruf und heißt, Opi, wo fahren wir hin? Richtig. Dann sind wir nur noch unterwegs. Habt ihr gehört? Wir bekommen ein Enkelkind. Ja, unser erstes. Ja, von unserer Tochter, ja. Wahnsinn. Ja, da hat die Zeit vergeht. Wir werden auch nicht jünger. Mhm. Auf jeden Fall ist das Bett groß genug, dass auch unser Enkelkind mal mit kann. Ja, in der Mitte. Kuschelecke. Oder mehr. Nee, du liegst da. Du liegst ja da und ich lieg da. Also ja, genau. Das hier mehr bei mir liegt das dann. Ach so, ja, das ist klar. Aber, weil sonst fällt das ja in die Rinde rein. So, das kann ich mir schon bildlich vorstellen, wie das sein wird. Okay, gut, dann machen wir hier weiter, hier hinten mit dem Bett. Jawohl. Dass wir zum Ende kommen. Also beide Bettseiten sind gleich lang. Und, ach so, aber da musst du jetzt auch hinfassen, weil das wird nichts. Wir möchten jetzt nur die Matratze, oder? Ja, nur die Matratze. Wenn ich gerne auf der Kante. Oh, 2,12 Meter. Okay, und dann von der Wand her? Ja, wir legen da. Von Wand zu Wand sind es dann, lass mich gucken, 2,28 Meter oder sowas. Mhm. Mei, da passen aber viele Enkelkinder. Das ist mal die Spielwiese. Da passen aber viele Enkelkinder rein. Ja. Oh, ich freue mich so. Das wird schön, ne? Ja, das Fahrzeug ist ja auch 2,40 breit. Ja. Außen. Ja, klar. Und das ist ja über die gesamte Breite. Mhm. Ein bisschen Isolierung. Dann haben wir hier Schränke, ein Maß und Schränke und Schränke. Ja, fast alles noch leer. Oh, auf der anderen Seite sind die gleichen Schränke. Alles noch leer. Dann haben wir ein Regal und hier haben wir die Lichtschalter. Ja, für die Ambientebeleuchtung und. Genau, und dann haben wir hier noch eine Touchlampe. Ne, hier. So, Leselampe. Und oben drüber sind noch 230 Volt Steckdosen. Serienmäßig, links und rechts. Mhm. Und USB haben wir. Die haben wir uns aber bestellt. Genau, die haben wir uns zusätzlich ausgewählt, ja. Für das Licht? Ja. Oder? Ja, man muss halt auch mal ein Handy laden. Man weiß ja nicht, normalerweise haben wir kein Handy mit am Bett, ja. Aber. Und wenn wir schon bei den Steckdosen sind, genau, wir haben hier eine Lichterkette. Die hatten wir vorher auch schon, die finden wir, dieses Cotton Ball, ist ja total in. Die gibt es in allen möglichen Farben, ich verlinke die euch mal. Und was hier echt super ist, also die hat drei Stufen, einmal volle Leistung, dann abgedimmt und dann ist es die Sleep-Schaltung, nennt sich das. Nach 2 Stunden geht die dann automatisch aus. Mhm. So, ein bisschen Ambiente und ja. Und beim Einschlafen? Genau, ich finde es schön, ne? Das mache ich selber aus.
Ja, das ist übrigens diese Watergel-Matratzen, die sind echt saubequem. Ja. Das ist richtig weich. Und auch diese Tellerfedern da. Ja. Ach, die liegen da bloß so. Nee, die sind schon fest da. Da sind die halt. Genau. Das soll ich mal nehmen? Magst du mal? Dann haben wir noch den Fernseher. Gib mir so, dass es richtig ist. Hebel ziehen raus. Also, das ist auch der Alphatronics. Auch Smart TV. Smart TV, ja. Dann kann man den noch neigen und drehen. Genau. Man kann den noch drehen. Man kann den auch nach. Man kann auch in die Dusche gucken. Ja, wenn man unbedingt kann, für sein Fußballspiel noch zu Ende sehen wollen beim Duschen. So, und das Ganze lässt sich auch noch neigen. Macht Sinn, das wieder einzufahren, weil es tut ziemlich aua am Kopf. Wie sagt man so schön? Hier kann man sich auch vereinzeln. Kann man sogar abschließen. Stimmt. Ja. Also die Türen sind schon Wahnsinn. Die lassen sich auch ganz leicht schieben. Ja. Das stimmt. Was, wenn ich es noch nicht gezeigt habe, da drüben sind noch Kleiderhaken. Zwei Haken. Ja, kommen wir zum Ende. Ich kann jetzt schlecht sagen, dass ich nicht gedacht habe, dass das Video so lang wird, sondern ich habe es befürchtet. Aber ihr wolltet ja eine ausführliche Rundtour, die habt ihr jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Jetzt kommen wir natürlich in Regen. Ja. Ja, und wir würden uns freuen über ein Like. Und ein Abo. Und ein Abo. Und zum Abo müssen wir noch was sagen. Wir sind euch noch ein Video schuldig. Verzeiht uns. Wir haben gesagt, bei 10.000 Abonnenten verlosen wir den kleinen beleuchteten Kartenabo. Wir haben es nicht vergessen, aber es hat jetzt einfach nicht gepasst. Jetzt haben wir schon fast 11.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich der Hammer, ey. Ha? Ja. Krass. Also über jeden Abonnenten, das ist krass, ja. Wie das eigentlich so wächst, die Gemeinde dann auch. Und wie viele Nachfragen immer kamen. Mensch, wann kommt euer nächstes Video und so. Das ist richtig toll. Dann die ganzen Glückwünsche zum neuen Morelo über Facebook, ja. Über Instagram. Das sind wir übrigens auch mit Womis Blog. Ja, dann kamen ja auch ganz viele, haben ja ganz viele gefragt, wann kommt das nächste Video. Und, wegen aber, der Wohntour. Genau, aber wir haben, was willst du denn jetzt bringen? Ja. Nur irgendeinen Scheiß bringe ich jetzt nicht, also da habe ich gar keine Lust zu. Nicht. Also wir wollen euch über Camping und genau, so informieren. Und das über uns und über Camping. Genau. Aber nicht über oder Produktvorstellung, das mag ich überhaupt nicht, sowas. Ja. Ja, wir werden sicherlich, wir haben ja auch schon mal ein Produkt vorgestellt, aber das wird sich bei uns echt im Rahmen halten, weil wir haben auch nicht die Zeit dazu und das ist dann, also schon allein dieses Video hat jetzt Unmengen an Zeit für uns beansprucht. Jetzt ist es erstmal abgedreht und wird es noch Stunden brauchen, bis du es zusammengeschnitten hast. Und so viel Freizeit habe ich nicht. Manche machen das beruflich oder die wohnen dann im Wohnmobil, aber davon sind wir noch weit entfernt. Was auch gut so ist, wie es ist, wie es. Genau. Also wie gesagt, abonniert unseren Kanal, dann aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr auch eine Info, wann das nächste Video da ist. Dann abonniert die Glocke, aktiviert den Kanal. Oder so rum. Ja, schreibt mal in die Kommentare, Mensch, ob ihr dieses Jahr in Urlaub hingehen wolltet oder was ihr vorhabt oder ob ihr trotzdem fahrt oder weil wir überlegen ja auch, ob wir, beziehungsweise mein Mann sagt, wir fahren Pfingsten nach Kroatien, hat er jetzt so im Kopf, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ich glaube, das wird, ich traue mich, also was sage ich, traue mir das nicht, aber. Ich glaube, wenn wir jetzt Rentner wären, dann würde man sagen, komm, drauf, dann gehen wir halt danach in Quarantäne, aber. Genau, aber da wir ja noch arbeiten, dann geht es ja auch nicht. Also, das wäre fatal, wenn wir dann noch in Quarantäne müssen. Kann man ja nicht bringen, sowas. Also von daher, aber wir würden schon gern wegfahren. Vielleicht habt ihr mal einen oder anderen Tipp oder schreibt doch mal, wo ihr so hinfahrt und ob ihr hinfahrt oder ob ihr einfach nur zu Hause bleibt. Ja. Genau. Aber wir schauen immer noch nach vorne und ja, wir haben ja auch freudige Nachrichten dieses Jahr gekriegt. Das ist ja nicht nur immer alles schlecht. Genau.
Also. Macht's gut, ihr Lieben. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ja. Vor allen Dingen bleibt gesund, ja. Okay, dann bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.